Hallo und herzlich willkommen, Abenteurer. Du bist gerne am Zocken, weißt aber nie genau, wie flüssig das Game gerade läuft? Dann bist du hier genau richtig. In diesem Video möchten wir dir zeigen, wie du über die Nvidia-Software deine FPS in Echtzeit beim Zocken anzeigen lassen kannst. Damit die Software mit FPS-Tracking richtig funktioniert, benötigst du als Grundvoraussetzung allerdings eine Grafikkarte von Nvidia. Mit AMD-Karten funktioniert die Software leider nicht. Los geht's! Als erstes benötigst du die hauseigene Software GeForce Experience von Nvidia. Den Download-Link zur Software findest du unten in der Videobeschreibung. Installiert euch die Software und legt euch dann einen Account an. Danach starten wir die GeForce Experience und drücken oben rechts neben unserem Benutzernamen auf das kleine Zahnrad-Symbol für die Einstellung. Danach finden wir ungefähr in der Mitte des Menüs die Option Spielinternes Overlay und drücken dort auf den Button Einstellung. Als nächstes öffnet sich das Nvidia Shadowplay Overlay und wir wählen den Menüpunkt HUD Layout aus. Im HUD Layout Menü wählen wir als nächstes den zweiten Punkt Leistung aus. Danach wählen wir eine Position, wie die FPS an unserem Bildschirm angezeigt werden sollen. Wir haben die Wahl zwischen oben links, oben rechts, unten links oder unten rechts. Haben wir unsere Position gefunden, wählen wir jetzt nur noch den Punkt FPS aus. Mit einem Klick auf Zurück und dann auf Fertig verlassen wir das Menü. Und schon haben wir es geschafft. Die FPS werden jetzt bei all deinen Spielen an der ausgewählten Position angezeigt. Achtet darauf, dass die FPS-Anzeige nur bei Spielen funktioniert, die auch bei Shadowplay hinzugefügt sind. Um Spiele hinzuzufügen, gehen wir zur Startseite, drücken die kleinen drei Punkte oben rechts und dann wählen wir nach Spielen und Apps suchen aus. Leider sind nicht alle Spiele kompatibel und kleinere Indie-Games werden oftmals nicht erkannt. Wir wünschen dir viel Spaß beim Zocken und würden uns freuen, wenn du dich durch ein kostenloses Abo der Abenteurer-Community anschließt. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen und wir sehen uns im nächsten Video wieder, deine Test Venture Crew.